ungefähr einen Monat schieße ich jetzt den Crystal von Jackalope. Das ist eine komplett neue Serie. Die hat hier dieses JLS-Aufnahmesystem, das Jackalope Limp System Aufnahmesystem mit zwei solchen Nasen und einer schön festen oder ordentlichen Schraube, die das Ganze dann fixiert. Momentan gibt es da nur die Recurve-Wurfarme für, aber die sitzen einerseits saugenschmatzend hier dran und sehen extrem gut und hochwertig aus. Das lässt sich wunderbar hier mit dem Imbus zusammenschrauben, geht auch schnell, ist natürlich blöd mit dem Handschuh an, aber ja, das funktioniert. So, einmal festziehen. Stecken wir das mal weg. Und das ist das gute Stück. Die Tipps sehen enorm hochwertig aus. Also da habe ich nicht Angst, dass die Schnur zerschnitten wird. Die Wurfarme sind relativ breit, verdrehen sich nicht. Und das ganze Gerät ist ein 21 Zoll Griffstück. Damit kommt der Bogen auf. Boah, lass mich lügen, 64 Zoll. 40 Pfund habe ich hier drauf, schieße hier Pfeile mit einem 500er Bein. Schnur habe ich hier eine flämisch gespleiste drauf mit Beaver Puffs, die den Knall ein bisschen reduzieren sollen. Und ja, jetzt spanne ich das Ganze mal. Die Standhöhe des Bogens habe ich jetzt bei 8 Zoll. Die misst man immer hier unten am weitesten Stück, sage ich mal. Einen Knockpunkt habe ich mir hier selber aus Garn gewickelt. Und jetzt werde ich mal ein bisschen schießen und hoffen, dass ich hier keine Pfeile möglichst verliere. Der Bogen selber an der Hand sitzt da, als sage ich mal, hätten Chirurgen damit den Riser entwickelt. Also der fühlt sich sehr gut an. Ich freue mich schon, damit ein Parcours besuchen zu können. Aber erstmal will ich mich hier ein bisschen Schnee austoben. Ja, ich habe jetzt ein paar Pfeile geschossen, einen natürlich daneben, der ist weit weggegangen, aber im Schnee findet man die immer sehr gut wieder. Mir macht das Schießen mit dem Bogen extrem viel Spaß, er fasst sich gut an, man lässt sich gerne mit dem Bogen blicken, weil er einfach schön ist. Er liegt super in der Hand, vom Gewicht her ist er extrem gut ausbalanciert, der Handschock ist nahezu nicht spürbar. Das Schussgeräusch des Bogens ist extrem leise, ich habe jetzt hier zwar Beaver Puffs drin, aber ich glaube, die bräuchte ich gar nicht, ich wollte es einfach nur mal einen Bogen haben. Ich schieße hier mit diesen Sphere Magneto Pfeilen. Das funktioniert astrein. Ich bin jetzt ein Laie, was das traditionelle Bogenschießen angeht, aber meine Gruppen sind für mich zufriedenstellend. Meistens schieße ich so auf 10 Meter zuerst mal zum Warmwerden und dann irgendwann steigere ich mich auf die 18 Meter. Das klappt extrem gut. Spaßfaktor ist halt vorhanden und das ist für mich das Wichtigste beim traditionellen Bogenschießen. Ich muss da keinem irgendwie beweisen, wie toll oder wie gut ich bin. Ich freue mich, wenn ich mit so einem Ding irgendwie mein Ziel treffe, was ich mir vorgenommen habe. Und freue mich vor allem, wenn es ein super hübscher Bogen ist. Und den habe ich hier. Und dementsprechend habe ich alles, was ich will. Die Riser gibt es in den verschiedensten Farben. Einmal gibt es ja diese Flint-Serie, das sind dann die Naturtöne. So Naturgrau, Holzbraun und sowas.
Und die Crystal-Serie, wo der auch von ist, gibt es dieses Grau, Grün, Rot, glaube ich auch. Also ist extrem vielfältig und es soll zukünftig auch noch andere Wurfarme geben als nur die Recurve-Wurfarme. Aber das ist schon für mich ausreichend. Aber mal gucken, wer weiß.